Wir waren jetzt mega lange unterwegs. Wir stehen jetzt hier schon wieder an der nächsten Landesgrenze, um in ein neues Land zu reisen, neues Land, neues Glück. Wir sind jetzt von Baltra, von den Galapagos-Inseln, geflogen nach Guayaquil, sind da am gleichen Tag noch in den Bus gestiegen, um nach Quito zu fahren. Und eigentlich wollten wir einen Tag in Quito bleiben, um uns ein bisschen zu entspannen, aber der Busbahnhof ist so weit außerhalb vom Zentrum, dass man mit dem Bus erstmal eine Stunde reinfahren muss, eine Stunde wieder rausfahren muss, um zum Busterminal zu kommen. Dann haben wir gesagt, ach, wir bleiben einfach da und fahren gleich weiter bis zur Grenze. Und jetzt stehen wir hier an der Immigration und brauchen unseren Stempel, holen gleich unser Stempel ab, um ausreisen zu können und um in das nächste Land einreisen zu können. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass ich hier in meiner Kameratasche einen Schnitt drin habe. Wir rätseln gerade, was das sein könnte und wie das passiert ist. Wir haben erst gedacht, irgendwo hängen geblieben, aber das sind zwei fein säuberliche Schnitte durch das Polster durch. Einmal hier eingeschnitten und einmal da eingeschnitten. Wir haben null Ahnung, wo das hätte passieren sein können. Willkommen in Kolumbien. Gönn zum Abendessen, weil heute mein Wurzeltag ist und weil ich keine Menüs für 2,50 Dollar mehr sehen kann. Also was haben wir denn gegessen? Mexikanisch. Genau. Als Einstimmung auf Mexiko. Wir sind in San Agustin und wir schauen uns die Gegend mal per Pferd an. Das war gerade eine sehr coole Tour mit den Pferden durch die Gegend. Wunderschöne Landschaft, geht über Stock und Stein, hoch und runter. Ganz schön anstrengend für die Pferde. Gut, dass ich das nicht laufen musste. Man sieht, man besucht ein paar archäologische Stätten. Diese Steinstatuen sind sehr cool. Wir waren zu fünft und jeder hat nur 30.000 Pesos bezahlt, was echt ein super Preis ist für die Tour. 30.000 Pesos sind umgerechnet fast 10 Euro. Wir sind jetzt in Parque Arqueológico in San Agustín. Hier gucken wir uns ein paar Statuen an. Die sind ungefähr 4.500 Jahre alt, sind durch Bauern entdeckt irgendwann und stehen hier jetzt vor uns, um anzuschauen. Gehen wir rein und gucken mal. Wir essen jetzt noch Abendessen. Hier mal wieder in unserem Stammlokal. Das haben wir die letzten zwei Tage gegessen. Und nachher fahren wir wieder mit dem Nachtbus nach Bogota. Wie hat dir aber eigentlich den Archäologischen Park gefallen? Ich werde langsam zum Kulturbanausen. Wir haben mittlerweile so viele archäologische Stätten gesehen, dass es mittlerweile für mich so nur noch alte Steine sind. Ich fand's schön, auf jeden Fall. Ja, schön war's. Die Landschaft war sehr schön.
bin heute Morgen in Burgos angekommen und bin schon zu unserer Airbnb-Unterkunft. Und hier ist heute nationaler Feiertag. Unsere Hosts wissen sogar gar nicht, was für ein Feiertag. Irgendwie ist jetzt hier die Straße gesperrt und deswegen sind alle mit Fahrrad unterwegs und zu Fuß. Und irgendwie scheint ganz Bogota irgendwie auf dem Bein zu sein. War. Es gibt ganz viele Informationen zu politischen Hintergründen, zur Geschichte Bogotas oder beziehungsweise ganz Kolumbiens. Wir sind echt durch ein paar total coole Ecken gelaufen, die wir, glaube ich, sonst so gar nicht gefunden hätten. Es gibt ganz viele Tipps zu Essen, Trinken, was typisch kolumbianisch ist, was man unbedingt essen sollte und probieren sollte. Und es gibt dann noch so ein kleines Buch mit so ein Bändchen, wo man dann in so ein paar Cafés kostenlosen Kaffee bekommt oder einen Rabatt, kostenlosen Eintritt ein ins Emerald Museum. Also die Tour ist echt zu empfehlen. Wie heißt die Tour? Beyond Bogota? Sie. Beyond Bogota. Ich guck nochmal. Wir sind gerade im Kunstmuseum und gucken uns die Kunstwerke von Fernando Botero an. Und für mich sind das ziemlich dicke Menschen, aber wenn das der Künstler hören würde, dass man seine Kunstwerke als dick bezeichnet, dann wäre er sehr sauer. Weil? Keine Ahnung. Es ist ja nicht fett, der hat ja alles doch irgendwie überproportioniert. Überproportioniert, ja, genau. Sieht dick also, aus. Das sieht jetzt dick aus, aber es ist nicht dick. Es ist halt rund. Das ist eine von Botero's ersten Skulpturen. Eigentlich war er, ist er Maler, aber er hat auch mit Skulpturen angefangen. Und von vorne sieht die aus wie eine Schildkröte und hinten macht sie. In einem Café, wo es ganz tollen kolumbianischen Kaffee gibt. Und der Hase kriegt noch Schokolade mit Käse. Und mein Kaffee schmeckt echt sehr lecker, ein bisschen süß. Nicht zu stark, ich mag ja eigentlich keinen schwarzen Kaffee, ich trinke ihn immer mit Milch. Aber der ist echt gut. Das Beste am Goldmuseum ist der gratis Kaffee, den man mit diesem Bändchen bekommt. Du wirst nichts sagen über das Goldmuseum. Das sagt ja alles, das Beste am Goldmuseum ist der gratis Kaffee. Oh. Ja, schön. Das sind mal keine alten Steine, sind alte Goldstücke. Nee, ist wirklich sehr interessant. Ich bin nicht so der Museumsgänger. Entschuldigung. Es war sehr ähnlich an das Japan-Museum, ne? Ja. Schmuckstücke. Ja, die Kultur war auch ein bisschen so ähnlich, die es Geschichte. War ähnlich, so die Töpfer
Gefäße, was sie da hatten, war ähnlich mit dem, was man eigentlich schon so in Peru gesehen hat, auch wieder im Norden. Interessant war es trotzdem, aber es war nicht ganz, ganz neu für uns. All unsere Videos, die wir bis jetzt gemacht haben auf unserer Weltreise, und es kommen noch viele mehr dazu. Hier ist unser Reiseblog. Da findet ihr Tipps und Tricks zum Reisen. Und hier gibt es zu unserem YouTube-Kanal. Also wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einfach ein Like.